Heute backen wir super leckere Oreo Cookie Shots. Rezept und Idee stammen übrigens von My Cupcake Addiction. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Und falls ihr diese kleinen berühmten Sandwich-Cookies auch so liebt wie wir, schaut unbedingt mal bei Marco von Ehrliches Essen vorbei. Er zeigt euch heute, wie ihr Oreos mit Teig umhüllt und frittiert. Ihr könnt dazu einfach auf das Bild klicken oder auf den Link in der Infobox. Für den Teig werden Butter, Zucker und Vanillezucker cremig aufgeschlagen, bis die Masse hell und luftig aussieht. Dann kommt Ei hinzu und wird gut untergerührt. Das Mehl wird mit ungesüßtem Kakao, Backpulver und Salz vermischt und zu der Butter-Ei-Masse gegeben. Der Teig wird anschließend nochmal kurz mit den Händen durchgeknetet und in Frischhaltefolie gewickelt. So kommt er dann erstmal für eine Stunde in den Kühlschrank. Nach der Ruhezeit wird ein Muffinblech dünn mit Öl eingefettet, damit nach dem Backen nichts kleben bleibt. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche wird der Teig dann ausgerollt und mit einem runden Plätzchenausstecher die Böden ausgestochen. Mit dem restlichen Teig formt sie die Seitenteile und drückt alles gut an. Damit der Teig beim Backen nicht so stark aufgeht, wird zurechtgeschnittenes Backpapier in die Förmchen gelegt und das Ganze mit Reis gefüllt. So kommt das Blech dann bei 175 Grad Umluft für 10 Minuten in den Ofen. Nach dieser Zeit wird der Reis und das Backpapier entfernt und das Blech für weitere 5 Minuten zurück in den Ofen gegeben. Nach dem Backen muss das Ganze dann erstmal gut abkühlen. Wenn es soweit ist, können die kleinen Keksbecher vorsichtig aus der Form gelöst werden. Damit die Becher später mit Milch gefüllt werden können, ist es super wichtig, dass sie von innen mit Schokolade oder Kuchenglasur benetzt werden. Der Rand wird dann noch in zerkrümelte Oreos getaucht und das Ganze zum Festwerden zur Seite gestellt. Zum Schluss können die Cookie Shots mit kalter Milch oder Eis gefüllt und mit Sahne und Mini-Oreos verziert werden. Und nicht vergessen, bei Marco vorbeizuschauen. Ihr könnt dazu einfach auf das Bild klicken oder auf den Link in der Infobox.